Sag mir nur eins. Ist das Kind von mir? Du willst jetzt wirklich alles stehen und liegen lassen, nur weil du mal nicht weißt, wie es weitergehen soll? Aber du musst doch da nicht alleine durch. Ja gut, ich habe jetzt auch nicht die perfekte Lösung parat, aber lass es uns wenigstens versuchen. Du bitte nicht so, als ob du diese Geschäftsführernummer ernst nehmen würdest. Ich bin nur Geschäftsführer, weil ihr keine andere Wahl hattet. Richtig. Sebastian? Ja, ich habe mit ihm gesprochen. Ja, er spurt. Wir beide, wir sind ein unschlagbares Team. Ich habe Kontakte in Shanghai. Kommst du mit? Jetzt sag doch mal was. Wir beide in Shanghai? Wir bauen uns was Eigenes auf. Was nichts mit deiner Familie oder meinem Vater zu tun hat. Und wir werden so erfolgreich sein, dass sich unsere liebe Verwandtschaft in den Arsch beißt. Aber dann ist es leider zu spät. Ich dachte, du tust die Dinge nur noch für dich und nicht, um deinen Vater zu beeindrucken. Tue ich doch auch. Klugscheißer. Aber nicht nur für mich. Für uns. Das ist... alles nicht so einfach. Ach, bitte, was hält dich denn noch hier? Ich habe mir hier was aufgebaut. Ich habe das No Limits. Ein lächerlicher Club? Wir machen 100 davon in Shanghai auf. Ich bin Interimsgeschäftsführer von LCL. Bitte. Deine Familie schiebt dich doch rum wie eine Schachfigur. Und wie lange gibt es die Firma überhaupt noch? Ich könnte meinem Vater die 90 Millionen sowieso nicht zurückzahlen. Und dann geht LCL an ihn. Wofür also bleiben? Du hast Zeit bis heute Abend. Dann bin ich weg. Auf uns und unseren Erfolg. Ja. Na, ihr beiden Schnapsdrosseln. Was gibt's denn diese Nacht zu feiern? Hallo, Frank. Fragen für Champagner, weißt du doch, braucht man keinen Grund. Und wir haben sogar einen. Stell dir vor, Rebecca von Lahnstein wird unsere Dessous-Mode designen. Toll, oder? Wahnsinn. Komm, Frank, stoß mit uns an. Ja. Danke. Ich habe nachher noch ein paar Verhöre zu führen wegen der Pelzgeschichte. Macht sich angetrunken nicht so gut. Okay, bleibt mehr für uns. Oh, entschuldige, Charmy. In Erinnerung? Ach Gott, der Termin mit dem Makler wegen des Ladens habe ich vergessen zu sagen. Du, wieso eigentlich absagen? Ich finde, das ist doch eigentlich eine gute Idee. Ab und zu beraten wir die Damen persönlich, dann gibt es ein bisschen Champagner. Ja, eine schöne Atmosphäre, große Kabinen, schöne große Spiegel. Dezentes Licht. Oh ja. Ich meine, in den meisten Boutiquen bist du doch ausgeleuchtet wie auf dem OP-Tisch. Ja. Und kaum stehst du im Slip da, wird der Vorhang aufgerissen. Sind sie fertig? Charlie, das machen wir anders. Also, ja, dann auf zu dem Termin. Kommst du mit? Ich müsste eigentlich meine Quartalsabrechnung machen. Ja, gut, dann werde ich dir berichten, wie es gewesen ist. Tschüss, Charlie. Tschüss. Tschüss, Frank. Viel Spaß. Ach, meine eigene Dessous-Kollektion. Das hätte ich nicht zu träumen gewagt. Bella noch gar nicht erzählt. Die wird Augen machen. Hör mal, ich wollte nicht sagen, solange Elisabeth da ist. Aber diese ganze Dessous-Geschichte ist eine völlige Schnapsidee. Dachte ich mir noch, dass ich dich hier finde. Ich wusste nicht genau, gehört das auch dir? Ja. Ja, danke. Im Moment mal, jetzt sag nicht, dass du schon abhauen willst. Wir waren uns doch einig, dass wir uns noch Zeit geben wollten. Du, es gibt gerade überhaupt gar keine Fotojobs für mich hier. Und du hast auch wirklich andere Sorgen. Hat man die Randalierer eigentlich inzwischen geschnappt, die eure Pelze versaut haben? Nein, die Ermittlungen dauern noch an.
Ja, und die Versicherung, die zahlt auch noch nicht. Und die Bergs ziehen sich aus dem Projekt zurück. Verliert ihr die Firma? Wir werden schon eine Lösung finden. Jedenfalls hat das nichts mit uns zu tun. Du hast gerade so viel um die Ohren, Sebastian. Ist doch egal. Ich will, dass du hier bleibst. Und warum? Du bekommst mein Kind. Dein Kind. Sebastian, du wartest darauf, dass Tanja aus dem Koma aufwacht. Deine Firma geht gerade den Bach runter. Da hast du doch überhaupt keinen Kopf für mich und das Baby. Hey, Kinder lassen sich nun mal nicht planen. Aber wenn sie erst mal da sind, dann können wir auch gar nicht mehr ohne sie leben. Lass uns wenigstens noch mal drüber reden. Mensch, ich möchte einfach nur nicht, dass die ganze Welt weiß, was meine Frau unten drunter trägt. So. Ganz Düsseldorf verkehrt im Schneiders. Deine BHs gehen dem Polizeipräsidenten nur nun wirklich nichts an. Was hat denn der Polizeipräsident damit zu tun? Mann, Charlie, der ist Stammgast im Schneiders, der kennt dich. Wenn seine Frau jetzt bei euch einkauft und der in euren Katalog reinguckt, dann weiß er doch Bescheid. Du hast einen Knall, Helmke. Ich will einfach nicht, dass ganz Düsseldorf weiß, in welchen Dessous du mich verführst. Ist das nicht irgendwo nachvollziehbar? Also was das angeht, kann ich dich beruhigen. Ich hatte nicht vor, nackt im Schneiders einzulaufen. Ich finde ganz grundsätzlich, die Unterwäsche einer Frau ist Privatsache. So. Und ich bin nicht dein Privateigentum. In sexy Unterwäsche aber vielleicht schon. Du redest Stuss. Nein, ich sage das nur meine Meinung. Ja, die keiner hören will. Wir reden hier über mich und mein Leben. Und da lasse ich mir von dir nicht reinreden. Aha, und ich dachte, es wäre unser Leben, seit wir verheiratet sind? Genau deshalb wollte ich das nie tun. Ja, zu spät, meine Liebe. Jetzt bin ich dein Mann und jetzt musst du dich auseinandersetzen mit mir. Muss überhaupt nichts. Für mich ist diese Unterhaltung an dieser Stelle sowieso zu Ende. Möchtest du was trinken? Solltest du nicht rangehen? Ist bestimmt wichtig. Ist egal. Und du bist dir sicher, dass ich bleiben soll? Ich meine, eigentlich waren wir uns doch einig, dass es besser ist, wenn wir getrennte Wege gehen. Da wusste ich auch noch nicht, dass du schwanger bist. Frieda, ich bezweifle überhaupt nicht, dass du das alles auch alleine hinkriegst. Aber ich wäre gern für dich da, für euch. Und ich finde, man muss sich nicht unbedingt lieben, um einem Kind ein schönes Zuhause zu geben. Die Hauptsache ist doch, dass wir füreinander da sind. Wie stellst du das eigentlich alles vor? Also ich krieg hier das Baby und dann ziehen wir das zu dritt groß, oder was? Mit Tanja? Und du teilst dich dann auf zwischen Tanja, Emma und dem Baby und mir? Ich weiß es auch nicht. Aber wir haben noch genügend Zeit, darüber nachzudenken, was das Beste für uns alle ist. Und wenn Tanja dann aufwacht, dann können wir immer noch weitersehen. Klar, die wird total begeistert sein, dass du in der Zwischenzeit eine Parallelfamilie gegründet hast. Frieda. Schon gut, ich weiß, du willst dir Mühe geben, aber glaub mir, so funktioniert das alles nicht. Warum denn nicht? Fragst du das im Ernst? Ja, natürlich frage ich das im Ernst. Ich meine, wir verstehen uns doch gut. Wir mögen uns sogar. Ich glaube fest daran, dass wir das schaffen können. Vielleicht besser ist, wenn wir das Kind gar nicht erst bekommen. Was? Frieda, jetzt warte doch mal! Vielen Dank auch für das Gespräch, Sebastian. Das ist doch einfach. Weißt du eigentlich schon, dass es keine neue Pelzkollektion geben wird? Ansgar und Sebastian wollten Berg überreden, in eine zweite Modenschau zu investieren, aber er hat abgelehnt. Alexa und ihr Vater verlassen heute noch die Stadt. Was? Ah, das sind doch endlich mal gute Neuigkeiten. Was sie nicht davon abhalten wird, LCL zu übernehmen. Wir können die 90 Millionen nicht bezahlen und damit ist der Plan gescheitert und wir auch. Ach, so ein Quatsch.
Wir können doch über Alternativen nachdenken. Ich meine, momentan geht unsere ganze Energie dafür drauf, Alexa irgendwelche illegalen Pelze unterzujubeln, die sie dann in den Knast bringen. Aber wenn wir jetzt einen Plan B entwerfen... Vergiss es. Wer sagt denn, dass alles vorbei ist? Ich. Und ich sag dir auch, warum. Für einen Plan braucht man Partner und wir sind einfach nur eine Notallianz, die bei der ersten Krise auseinanderbricht. Ja gut, auf Ansgar kann man sich nicht verlassen, aber auf Sebastian schon und das weißt du auch. Aber der hat halt eben gerade noch eine andere Baustelle. Ach ja, und welche? Ich darf nicht drüber reden. Du meinst, du darfst mit mir nicht drüber reden? Ach, so ein Quatsch. Das hat überhaupt nichts mit dir zu tun. Rebecca, ich bin hier gut genug, um den Kasper zu spielen und auf Alexa aufzupassen. Und jetzt, wo sie weg ist, der werde ich nicht mehr gebraucht. Ich habe das schon kapiert. Was soll das jetzt heißen? Dass ich heute Abend auch weg bin. Ich gehe nach Shanghai mit Alexa. Ach, der spinnt. Charlie, er ist Beamter. Ich dachte, ein verwegener Kriminalkommissar. Nein, er ist konservativ. Ja, aber ich nicht. Und das hat er immer an mir geliebt. Und jetzt bremst er mich aus und erzählt mir was vom Polizeipräsidenten. Was? Was hat denn der damit zu tun? Frag Helmke. Guter Sex, ja. Aber niemand soll merken, dass meine Frau sinnlich ist. Charlie, heißt das, du willst dir das Ganze noch mal überlegen? Nein, ich stehe natürlich voll und ganz hinter unserer Idee. Das ist gut so. Weil der Termin mit dem Makler, ach ja, der war nämlich super und der Laden, der ist perfekt. Hast du eine Zusage? Nein, habe ich noch nicht. Aber er war sehr interessiert an unseren Plänen. Der wollte alles wissen, jedes Detail, auch über dich. Na ja, das siehst du mal. Jemand ohne Vorurteile. Yeah. Ja, ich fahre jetzt zu LCL. Ich treffe mich da mit Rebecca. Wir gehen die ersten Entwürfe durch. Und du gehst jetzt nach Hause und versöhnst dich mit deinem Frank. Naja, Frank verhört jetzt Tierschützer und ich mache meine Abrechnung. Da kann man ruhig noch ein bisschen schmoren. Bis später. Bis später. Tschüss. Ich will sie ja nicht heiraten. Ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben. China boomt, die Märkte explodieren. So einfach ist das. Tut mir ja auch leid, dass hier gerade alles vor die Hunde geht, aber ich war sowieso nie so ein Familienmensch, wie du es bist. Du weißt doch, dein Bruder ist ein Arsch. Gut, da bist du eben ein Arsch. Aber ich weiß, dass wir dir nicht egal sind. Also lass den Scheiß und bleib hier. Du solltest dir übrigens auch überlegen zu gehen. LCL wird es nicht mehr lange geben. Ja, und genau deshalb darfst du nicht einfach verschwinden. Eben beschwerst du dich noch von wegen Notallianz, sonst bist du der Erste, der abhaut. Wir können zusammen LCL retten. Es ist vorbei. Wenn alle in der Vergangenheit so schnell aufgegeben hätten, dann gäbe es unsere Familie gar nicht mehr. Und das Schloss und die Ländereien auch nicht. Jetzt komm mir bitte nicht mit der Traditionskeule. Entschuldige. Ach Mist, Elisabeth wartet auf mich. Wir haben so viel investiert. Wenn du jetzt abhaust, dann ist alles kaputt. Denk bitte noch mal drüber nach, Tristan, ja? Helmke, du bist gar nicht mehr auf dem Revier? Präsidium. Mir kam was dazwischen. Also, falls du hier bist, um dich bei mir zu entschuldigen. Davon bin ich weit entfernt, meine Liebe. Sture Bulle. Ich wollte dir was zeigen. Guck mal hier. Ein Artikel über dich und Elisabeth und eure Geschäftsidee. Reife Wäsche für späte Mädchen. Eine Verzweiflungstat. Elisabeth von Lahnstein, nach dem Tod ihres Gatten, lässt sie erst ihre Würde und dann alle Hüllen fallen und gründet eine Dessous-Linie. Unterstützt wird sie von der Gastronomin Charlotte Schneider. Wieso wissen die von unserer Geschäftsidee? Tja, mit wem habt ihr darüber geredet? Nicht mit dem Polizeipräsidenten. Hat Elisabeth mit jemandem darüber geredet? Ach, mit wem soll die denn drüber sprechen? Warte mal, sie hat mir gerade von einem Makler erzählt. Ach, deshalb war der so interessiert. Es ging ihm gar nicht um den Laden. Na, der kann sich warm anziehen. Hier bist du. Ich habe dich mal besucht. Ich hatte noch ein paar Sachen hier rumliegen.
von Nahnstein. Jetzt nicht. Und ich will jetzt auch nicht gestört werden. Sag mal, du spinnst ja wohl. Du kannst doch nicht einfach von Abtreibung reden und dann abhauen. Das ist eine verdammt wichtige Entscheidung, die du da treffen musst. Und es ist meine Entscheidung. Du hast schon eine Familie, Sebastian. Deine Frau liegt im Koma, dein Kind braucht dich jetzt umso mehr, deine Firma steht auf der Kippe, du hast 1000 Baustellen. Ja, wir schaffen das trotzdem. Kannst du mir denn sicher versprechen, dass wir dieses Kind gemeinsam großziehen? Was heißt denn die Versprechen? Es gibt doch nie irgendwelche Garantien. Guck Tanja und mich an, wir sind geschieden und das mit Emma klappt trotzdem irgendwie. Aber ihr hattet wenigstens eine Chance. Meinst du, ich mache es mir leicht? Ich mag Kinder, ich will Kinder, aber ich will auch eine Familie. Und ich hatte gedacht, das Thema mit uns ist durch. Ist es ja auch. Ich habe verstanden, dass du dir mit mir keine Familie vorstellen kannst. Ach, darum entscheidest du dich jetzt einfach gegen dieses Kind? Einfach? Hier ist überhaupt nichts einfach. Aber ich bin die Person, die mit dieser Entscheidung leben muss. Ich bin die Mutter. Bitte hör mir auf mit diesem 70er-Jahre-Scheiß, von wegen mein Bauch gehört mir oder was? Du weißt ganz genau, dass ich dich nicht im Stich lasse. Was ich genau weiß, ist, dass du schon eine Familie hast. Und deshalb hast du auch keinerlei Recht, dich hier einzumischen. Also lebe du dein Leben und ich lebe meins. Danke, Lisa. Du Abschied? Keine Angst, wir finden was Besseres. Ihr Neureichen seid echt lustig. Durch diesen Park wehen 800 Jahre Familientradition. Eben. Sei doch froh, dass ich dich aus dem Mittelalter raushol. Es ist höchste Zeit für was Neues. Außerdem ist es sowieso fraglich, ob deine Familie den alten Kasten behalten kann, wenn mein Vater mit ihnen fertig ist. Meiner Familie hat das Wasser schon öfter bis zum Hals gestanden. Aber jedes Mal haben wir es geschafft. Weil wir in solchen Momenten immer zusammengehalten haben. Ja, 800 Jahre Erfolg sprechen für sich. Ja, kann ja sein, dass deine Gründungsväter es total drauf hatten, aber die Lahnsteins, die ich kennengelernt habe, die sind meinem Vater einfach nicht gewachsen. Das hört sich für mich nicht so an, als ob du mit deinem Vater wirklich schon durch wärst. Doch, das bin ich. Und zwar gerade deshalb. Ich habe keine Lust mehr, in seinem Schatten zu stehen. Und zu versuchen, seinen Ansprüchen zu genügen. Ich will mir was Eigenes aufbauen. Mit dir. Guck mal, ich bin die Einzige, die sieht, wie viel Potenzial in dir steckt. Wenn du hier bleibst, dann wirst du für immer in der letzten Reihe sitzen. Mit mir steht dir die Welt offen. Jet Set. Partys, Glamour und viel, viel Geld. Ich wusste gar nicht, dass du so romantisch bist. Ja, so bin ich. Und ich habe noch viel mehr Überraschungen auf Lager. Wenn du mit nach Shanghai kommst, kannst du die alle entdecken. Freundin, unsere neuesten Entwürfe besprochen. Und als sie weg musste, da habe ich mir noch Stoffmuster angesehen. Ja, Rebecca ist gerade hier vorbeigerauscht nach Königsbrunn. Aber ich soll dir ausrichten, dass sie an euch und eure gemeinsame Idee glaubt. Also lasst euch nicht entmutigen. Hey, wovon denn? Rebecca war ja sogar der Meinung, wir sollten jetzt schon an die Öffentlichkeit gehen, um unsere Kundin neugierig zu machen. Was sagst denn du dazu? Du hast keine Ahnung, oder? Ahnung? Keine Ahnung? Warum gucken die alle so komisch? Komm mal, rum. Elisabeth, ihr seid längst an der Öffentlichkeit. Ups. Reife Wäsche für späte Mädchen? Das gibt's doch nicht. Oh, Entschuldigung. Eine Verzweiflungstat. Elisabeth von Lörtchen nach dem Tod ihres Gatten lässt sie erst die Würde und dann alle Höhen.
doppelt hier geklopft und du warst nicht da. Und dann bist du nicht an dein Handy. Jetzt dachte ich schon, man macht das nie wieder. Glaubst du im Ernst, ich hau einfach ab, ohne mich von dir zu verabschieden? Wann geht dein Flieger? Ich hab mir gedacht, ohne mich seid ihr sowieso aufgeschmissen. Vergiss Shanghai, ich bleibe. Hey, du bist ja schwer wie ein Kartoffelsack. Oh. Naja, ich könnte die Chance nutzen und mal was Gutes für die Familie tun. LCL zu retten ist doch ein Anfang. Also ist deine Entscheidung rein strategisch. Was denn sonst? Du liebst uns. Ja, wie Fußpilz. Weiß Alexa schon von deiner Entscheidung? Nein, sie weiß es noch nicht. Na, dann viel Spaß beim Erzählen. Mann, ich dachte schon, du lässt mich mit diesem ganzen Irren hier alleine. Es reicht, dass Ansgar und Sebastian den Kopf in den Sand gesteckt haben. Ja. Die sind mit ihrem Latein wirklich am Ende. Glaubst du, ich lass zu, dass meine kleine Schwester arbeitslos wird? Dann bist du ja noch nerviger, als du sowieso schon bist. Das heißt, du hast einen Plan, wie wir die 90 Millionen kriegen? Es gibt für alles eine Lösung. Man muss sie nur finden. Ja, danke. Ich wollte nur die Zimmerreservierung für morgen bestätigen. Okay, danke. Fahrräder und ihr Eigenleben, man sollte die eigentlich verklagen. Willst du mir erzählen, was passiert ist? Ich weiß, wir kennen uns noch nicht so lange und meistens rede ich ziemlich viel, aber ich kann auch ganz gut zuhören. Es ist einfach alles zu viel. Mit dem Baby? Du bist nicht alleine. Sebastian ist da und er würde dich niemals im Stich lassen. Ja, weil er so verdammt pflichtbewusst ist. Ich allein mit einem Kind. Ich schaff das einfach nicht. Der einzige Weg, kurzfristig an 90 Millionen zu kommen, ist LCL. Nach dem Pelz-Desaster ist die Firma total am Boden. Unsere Kollektion ist förmlich im Bach runtergegangen. Dann müssen wir eine neue Kollektion herausbringen. Und zwar eine, die unseren Wert erheblich in die Höhe treibt. Entschuldige, aber das ist doch genau der Plan, den Alexa und ihr Vater verfolgt haben. Der Plan an sich war auch gar nicht schlecht. Natürlich reichen uns gute Zahlen alleine nicht. Wir brauchen einen absoluten Rekordumsatz. Wir müssen den Banken beweisen, dass LCL immer noch zu den Besten in der Branche gehört. Den Banken? Ja. Dann nehmen wir einen Kredit auf und zahlen bergaus. Fertig. Bravo. Tristan, der Retter des Familienunternehmens. Ja, das könnte funktionieren. Dann könnt ihr mir doch sicherlich auch verraten, wie ihr in so kurzer Zeit den Wert von LCL in die Höhe treiben wollt. Darüber reden wir gerade. Übrigens, seit wann gibst du so schnell auf? Ich weiß eben, wann das Spiel verloren ist. Cheerio. Und ich weiß, wenn jemand besoffen ist. Bleib zur Abwechslung lieber mal nüchtern. Warum? Ihr habt doch so einen genialen Plan. Also, wenn du eine bessere Idee hast, Ansgar, dann immer raus damit. Ach, wisst ihr, weckt mich einfach, wenn's vorbei ist. Also, was sagst du? Ja, ich finde den Plan gut, aber ich meine, dank Alexa und ihrem Vater haben wir kein Kapital mehr, um eine neue Kollektion auf die Beine zu stellen. Wir haben nichts mehr zu verkaufen. Doch. Unsere Namen. So. Meine Mutter hat immer gesagt, Kakao löst zwar keine Probleme, aber vertreibt wenigstens den Kummer. Boah. Ich erkenne mich überhaupt nicht wieder.
So planlos. Und so ein Jammerlappen bin ich normalerweise auch nicht. Wahrscheinlich heule ich so rum, weil mein Körper mit Hormonen geflutet ist. Entschuldige. Ich wollte immer Kinder. Aber mit einem Mann, der mich liebt und der mit uns zusammenlebt. Den ganzen kitschigen Familienfilm eben. Aber Sebastian ist doch ein wunderbarer Mann. Und ein ganz toller Vater. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass er dich und euer Kind immer unterstützen wird. Das sagt er jetzt. Aber irgendwann sitze ich alleine da, das weiß ich. Spätestens, wenn Tanja wieder aufwacht. Und ein Kind in meinem Job. Ich bin Freiberuflerin, ich reise meinen Jobs hinterher. Ich muss flexibel sein, das geht nicht mit Kind. Und ohne Job, da verdiene ich kein Geld. Ich weiß überhaupt nicht, wie das alles funktionieren soll. Ich glaube, ich weiß ziemlich genau, wie du dich jetzt fühlst. Was ich dir eigentlich sagen will, ist, das ist eine große Entscheidung, mit der du leben musst. Deshalb nimm dir genug Zeit, um drüber nachzudenken. Und wenn du jemanden brauchst, dann bin ich für dich da. Danke. Oh. Frau Berg, ich dachte, Sie seien bereits abgereist. Ja, ich rechne damit, Königsbrunn noch heute Abend zu verlassen. Und zwar nicht allein. Oh, dann lassen Sie mich aber bitte wissen, wenn ich noch irgendetwas für Sie tun kann, ja? Danke. Bist du wirklich sicher? Absolut. Ich kann zwar kaum glauben, dass Alexa und ihr Vater mich auf diese Idee gebracht haben, aber der Plan mit Damien Wood war gut. Ein berühmter Designer leiht LCL seinen Namen und mit einem Mal explodieren die Verkaufszahlen. Ja, dabei hätte Damien Wood keinen Finger krumm gemacht, sondern einfach nur seinen Namen unter meine Arbeit gesetzt. Ja, aber der Name ist es, was zählt. Geschäftlich hat Berg es drauf, das muss man ihm lassen. Und Alexa auch. Du kaufst einen großen Namen ein und mit einem Mal hast du den Wert der Kollektion vervielfacht. Und vielleicht können wir uns genau dieses Prinzip nochmal zunutze machen. Nur dieses Mal zu unseren Gunsten. Wie meinst du das? Es gibt genügend Billigketten, die ihre Kollektion mit einem Rebecca von Leunstein-Logo adeln würden. Wie? Du willst unseren Namen verramschen? Es geht darum, Kapital daraus zu schlagen. Dieser Name ist Gold wert. Also ich weiß nicht, Tristan. Ich glaube, da muss ich noch mal in Ruhe drüber nachdenken. Gut. Mach das. Wir haben die ganze Nacht Zeit. Ach ja? Und wann willst du bitte mit Alexa reden? Weiß sie eigentlich, dass du sie die ganze Zeit angelogen hast und nur mit ihr zusammen warst, um ihre Daddy-Pläne weiterzugeben? Es ist bitter genug für sie, dass ich nicht mit nach Shanghai komme. Sie muss nicht alles wissen. Du bist dran. Ja. Kann ich mich nicht mal mehr in meinem eigenen Laden blicken lassen. Naja, etwas Gutes hat die Klatschpresse. Es gibt den Umsatz. Ah, meine Pornowäschetante. Wegen Porno jetzt nicht auch noch an. Das steht genauso hier in der Kandidatur. Nein, nein, nein. Sexy Wäsche für Frauen im besten Alter, bitte, ja? Mach uns mal zwei kurze. Gerne. Ich möchte zu gerne wissen, woher die Kandidatur diese Informationen hat. Ich bin überzeugt, es war dieser Makler. Deshalb hat der dich auch so ausgequetscht. Ja, so ganz scheint ihr euer Konzept noch nicht verstanden zu haben. Rede doch noch mal mit dem. Ach, das hab ich doch. Und die junge Dame am Telefon, ich schätze kaum über 20, sagte, ich zitiere, das kann ich mir mal alles total absolut gar nicht vorstellen. Ja, weil sie Jugend mit Sexiness verwechselt. Und ist wahrscheinlich selbst so unsicher, dass sie überhaupt nicht weiß, was guter Sex ist. Ach, sexy Wäsche ist für die doch. Bierdeckel, große Kreise auf dem Busen und Faden an die Poritze. Wobei ist doch der Tanz der sieben Schleier viel verlockender. Dann gehe ich davon aus, dass ihr weitermacht. Aber hallo, wir werden allen zeigen, was sexy ist. Ja, davon bin ich völlig überzeugt. Entschuldigung. Von Lahnstein? Ja. Bitte? Entschuldigung, woher haben Sie diese Nummer? Nein, nein, wir sind nicht interessiert. Weder. Wisst ihr, was das war? Das war ein Herr, der wollte uns einen Stand auf seiner Fetischmesse anbieten. Was erlauben die sich eigentlich? Etwas mehr Respekt. Wir sind gestandene Geschäftsfrauen. Genau, das sind wir. Und das werden wir auch allen zeigen. Prost.
Arschloch da. Sorry, ich hatte Hunger. Muss an den Hormonen liegen, ich könnte mich den ganzen Tag mit Quatsch vollstopfen. Ah. Und was für ein Quatsch ist heute dran? Arme Ritter. Wie passend. Ich stehe auf themenbezogenes Essen. Wie hast du es eigentlich geschafft, dass Frau Linse dir ihre Küche überlässt? Oh, das war nicht einfach. Sie hat irgendwas von einer Riesensauerei und Käseomelett gemurmelt und mir verboten, mit Messern an ihre Pfannen zu gehen. Weißt du zufällig, was sie damit gemeint hat? Nein. Aha. Ja gut, ich habe irgendwann mal versucht, Käseomelett zu machen und die war noch echt gut. Aber mir ist dabei ein bisschen was in der Pfanne verbrannt. Ich habe dann versucht, mit einem Messer die Pfanne freizukratzen und dabei ist die Pfanne dann... Ja, die Pfanne war hängt. Jetzt komm doch nicht so. Das war meine... Ich sag's dir echt ungern, aber sie hasst dich immer noch dafür. Ja, ich weiß. Sie hat auch über eine Woche nicht mit mir geredet. Arme Ritter. Na, dann hau mal rein. Lass es dir schmecken. Ich liebe dein themenbezogenes Essen. Familie, die dich von vorne bis hinten belogen hat, oder bist du auf meiner Seite? Wie kann ich diesem Angebot widerstehen? Ich bin ihr Mann. Weißt du eigentlich, dass du sie die ganze Zeit angelogen hast und nur mit ihr zusammen warst, um ihre Daddy-Pläne weiterzugeben? In dieser Situation hat meine Familie früher mal einen Spiel gespielt. Jeder durfte aufzählen, was er den ganzen Tag über gegessen hat. Und wer am wenigsten hatte, bekam das letzte Stück. Ja, bei dem Spiel kann man ja sowas von mogeln. Und das war ja klar. Ein Lahnstein denkt sofort ans Betrügen. In meiner Familie, da spielt man ehrlich. Also, Orangensaft, Rührei, Honigbrot mit Schinken. Du meinst Honigbrot und Schinken. Nix da. Honig mit Schinken ist die beste Kombi, wusste ich schon als Kind. Dann hatte ich noch Pizza und Eis und einen Kakao mit einem Riesenberg Sahne, den mir Marlene aufgezwungen hat. Ja, das macht sie immer, wenn es einem schlecht geht. Frieda, ich weiß, dass das alles nicht leicht ist für dich. Und du hast ja auch recht. In letzter Konsequenz musst du die Entscheidung treffen, du bist die Mutter. Und ich will dich bestimmt nicht unter Druck setzen oder dir irgendwie reinreden, aber ich konnte heute auch an nichts anderes denken. Ich weiß, das ist bestimmt nicht die perfekte Situation, aber eins weiß ich ganz genau. Du wärst eine großartige Mutter. Schwanger? Und ich habe seit heute Morgen nichts gegessen. Ich habe das Spiel sowieso gewonnen. Boah. Na, danke. Frieda, bitte bleib hier. Ich will doch nur, dass du mich mit einbeziehst in deine Überlegung. Hat Elisabeth was erreicht? Noch nicht. Ihr seid also immer noch von eurer Dessous-Linie überzeugt, ja? Sind wir, ja. Gut zu wissen. Wenn ihr morgen zum Interview geht, muss ich doch sicher sein, dass ihr auch überzeugend rüberkommt. Was für ein Interview? Ich habe rausgefunden, wer den Artikel über euch verfasst hat.
der Gerichtsreporter, der mir doch glatt noch einen Gefallen schuldig ist. Helmke, das klingt ja so, als hättest du auch schon mal ein krummes Ding gedreht. Sagen wir, eine Hand wäscht die andere. Deshalb ist er auch einverstanden, von eurer Version eurer Geschäftsidee einen seriösen Artikel zu verfassen. Ich dachte, du willst nicht, dass ich diese Dessous rausbringe. Na, vor allen Dingen will ich nicht, dass sich die Presse meiner Frau gegenüber im Ton vergreift. Ich meine, wenn wir beiden uns streiten, ist es ja wohl unsere Sache. Aber da draußen hat niemand das Recht, dich und deine Ideen in den Dreck zu ziehen. Das heißt, du stehst hinter mir? Wer behauptet, meine Frau wäre nicht mehr im richtigen Alter für heiße Unterwäsche? Dann kriegt das aber mit mir zu tun. So, und jetzt gehst du da raus und trittst diesen Idioten mal so richtig mit Anlauf in den Arsch. Alexa, ich habe den ganzen Abend auf dich gewartet. Glaubst du, du schreibst eine SMS und ich springe sofort? Ich habe auch noch was anderes zu tun. Das kann ich mir gut vorstellen. Ist dein Vater noch in der Stadt? Keine Ahnung, interessiert mich nicht. Wow. Hast du ihm das so auch gesagt? Warum ist das wichtig? Ich wollte dir gratulieren zur Emanzipation. Ja. So ein Schritt weg von der Familie kann für die Entwicklung sehr hilfreich sein. Aber nicht jeder kriegt das hin. Apropos, ich wollte noch mit dir reden wegen Shanghai. Also ich weiß dein Angebot wirklich zu schätzen. Und wir beide, wir waren von Anfang an ein Spitzenteam. Und ich will, dass du weißt, dass für mich mehr aus dieser Sache geworden ist. Aber es ist leider nicht genug, um hier alle stehen und liegen zu lassen und mit dir abzuhauen. Es tut mir leid. Kein Problem. Du vergiss es einfach. Es war nur so eine Idee. Okay. Sehen wir uns noch, bevor du fliegst? Klar. Ach, übrigens, was du da eben gesagt hast, dass das mehr aus uns geworden ist, das gilt nur für dich. Ich wollte nur Spaß, daran hat sich nichts geändert. Ja, dann danke für deine Ehrlichkeit. Was? Es fühlt sich gerade so vertraut an. Ja, ich weiß, was du meinst. Was glaubst du? Wären wir ein Paar geworden, wenn du kein Graf wärst, mit Frau und Kind im Gepäck? Ich bereue jedenfalls nichts von dem, was passiert ist. Ja. Frieda, ich kann dir diese Entscheidung nicht abnehmen. Aber ich finde wirklich, du solltest, solange du dir nicht hundertprozentig sicher bist... Soll ich was? Abwarten? Bis es für einen Abbruch zu spät ist? Nein. Aber du solltest dir die Zeit nehmen, genau abzuwägen, was deine Optionen sind. Und an irgendeiner Stelle würde ich gerne auch mitreden dürfen. Frieda, ich kann dir nicht geben, was du willst. Aber ich werde für dich da sein. Okay. Ich habe gekocht, du machst den Abwasch. Bis morgen. Morgen früh besprechen wir alles. Gut, ist richtig im Aus. Danke. Eine gute Nacht. Was sollst du mir ausrichten? Elisabeth bedankt sich bei dir. Und was sollst du mir noch ausrichten? Dass ich großes Glück habe, mit einem so tollen Mann verheiratet zu sein. Und was denkst du darüber, nachdem du dich so über mich aufgeregt hast? Ich habe mich über deine konservativen Ansichten aufgeregt. Ich erinnere mich an Ausdrücke wie spießig. Auch das. Aber? Aber ich liebe dich, auch wenn du mich manchmal wahnsinnig machst. Helmke, deine Meinung ist mir wirklich sehr wichtig. Also wenn du wirklich willst, dass ich mit dieser Geschichte aufhöre. Ich bin einfach ein alter Macho. Und spießig.
Was meinst du, warum ich zur Kriminalpolizei gegangen bin? Ach, weil du den Sheriff spielen willst. Da draußen und bei mir. Nur, dass ich da einmal wieder auf Granit beiße. Und deswegen habe ich mir vorgenommen, in nächster Zeit öfter einfach mal die Klappe zu halten. Hältst du es aber immer noch für eine Schnapsidee, oder? Ach, verdreht der Männerwelt doch den Kopf. Und deine Kollegen und der Polizeipräsident? Psst. Du verpasst gerade was. Sebastian steht in der Küche und macht den Abwasch. Ja, vielleicht hilft ihm das ja beim Nachdenken. Hast du ihm schon von unserer Idee erzählt? Erst wenn alles steht. Aber dafür haben wir ja noch die ganze Nacht und genug Kaffee. Ich habe übrigens mit Alexa gesprochen. Und? Die war ziemlich gefasst. Wäre dir ein Drama lieber gewesen? Ganz bestimmt nicht. Aber ich werde sie trotzdem vermissen. Bereust du deine Entscheidung? Nein. Was Alexa und mich verbindet, das reicht nicht für ein gemeinsames Leben. Bei uns beiden schon. Glaubst du denn, sie kommt darüber hinweg? Ich weiß nicht, ich hatte den Eindruck, dass sie wirklich an dir hängt. Sie kommt darüber hinweg. Das hat sie mir ziemlich deutlich zu verstehen gegeben. To you.